Wintersolar TV 2011 live aus München. Wird Ihnen präsentiert von Schneider Electric. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Intersolar TV und damit zur weltweit größten Fachmesse der Solarwirtschaft. Wir sind natürlich wieder auf der Intersolar Europe für Sie unterwegs und werden an allen drei Messetagen von den Trends und Marktentwicklungen in der Branche für Sie berichten. Wie Sie hier hinter mir sehen können, geht es jetzt gleich los und ich möchte die Ruhe vor dem Sturm jetzt nochmal schnell nutzen, um mich hier so ein bisschen umzuhören, was denn eigentlich die Erwartungen der Besucher sind. It's a good platform, you know, where we can present ourselves. I'm interested to see what the German technology brings to the world for solar applications. It's getting more and more international and it's getting more and more industrial. Yeah. Da wird sich noch einiges tun. Und deswegen denke ich, muss man dabei sein. So, jetzt geht's los. Die Intersolar Europe 2011 öffnet ihre Pforten. Ich gehe jetzt auch schon mal rein und währenddessen können Sie sich ja die Trends und Neuheiten von Tag 1 schon mal anschauen. Die größte Fachmesse der Solarwirtschaft feiert den Aufschwung der Branche. Die Intersolar Europe öffnet ihre Tore und bietet Ausstellern eine attraktive Plattform. Rund 2300 Unternehmen aus 47 Ländern präsentieren auf 168.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Trends und Neuheiten. Vor allem die Photovoltaik-Aussteller sind stark vertreten, darunter auch die Bosch Solar AG. Neu bei uns, auch mit dem Markennamen Bosch, ist das CIS-Modul, eine andere Dünnschichttechnologie, die höhere Wirkungsgrade verspricht. Und insbesondere bei Einsatzgebieten, wo es um Ästhetik geht, um ein sehr schwarz erscheinendes Modul, gerade im Architekturbereich sehr geeignet ist. Um Ästhetik geht es bei dem Black Pearl-Modul auch. Aber die vollquadratischen Zellen sorgen nicht nur für eine gute Optik. Ja, hier ist unser neues Black Pearl Produkt, das wir zum allerersten Mal der breiten Öffentlichkeit zeigen auf der Intersolar. Und in diesem Produkt ist es zum ersten Mal möglich, die besten Vorteile von mono- und polykristallinen Zellen in einem Produkt zu verbinden. Wie Sie ja sehen, sie haben sehr schöne schwarze Zellen, eine sehr homogene Optik, voll quadratisch. Das heißt, wir können die Fläche besser nutzen. Wir haben einen Modulwirkungsgrad von 15,2%. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass das Modul sehr leicht ist, unter 20 Kilo. Das heißt, ein einzelner Installateur kann es installieren. Ein weiteres Highlight in der Photovoltaik ist dieses Jahr die Hochleistungszelle. Ich bin jetzt hier bei Q-Cells, bei mir ist Herr Wawa. Sie haben da auch einen Weltrekord gebrochen. Was hat es damit auf sich? Wir haben im R&D-Center von Q-Cells seit 2 Jahren daran geforscht und entwickelt, wie wir die Performance unserer Standard-Solarzellen weiter verbessern können. Ein Schlüssel zum Erfolg ist eine veränderte Rückseite, wo wir in der Lage sind, das einfallende Licht zurückzureflektieren und damit den Wirkungsgrad weiter zu steigern. Neben der Intersolar North America und der Intersolar China hat sich auch die Intersolar India zum Branchentreffpunkt etabliert. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass Dr. Farooq Abdullah bei mir ist. Er ist der Minister für erneuerbare Energien in Indien. Abgar Swakahe. Thank you. Good morning. Guten Morgen. Das heißt hoffentlich so viel wie herzlich willkommen. A very warm welcome to Munich, Dr. Abdullah. What do you expect from your visit here? I think what I expect is far greater cooperation between the various players in solar energy, because India is now emerging in a big way after Jawaharlal's solar mission and Prime Minister's desire to have this energy grow. The Indian government is planning to increase the implementation of solar technology. How does India plan on accomplishing this, and what has been the reaction so far from the Indian market? Well, I think India, after the solar mission was announced, we have got 20,000 megawatts of solar energy have to be produced by 2022.
So it's the first start. Thank you very much, Dr. Abdullah, and a Thank very you. Successful time here in Munich. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Tja, die Messehallen haben zwar für heute geschlossen, aber hier auf dem Ausstellerabend, hier geht das Networking weiter. Hier werden die brandheißen Trends diskutiert, natürlich bei bayerischer Verkostung und Folklore. Achtung! Der PV Energy World unterwegs. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Ambiente hier. Machen Sie es gut. Bis morgen. Tschüss. Intersolar TV 2011 live aus München. Wurde Ihnen präsentiert von Schneider Electric.